Okay, wir beschäftigen uns heute mal mit Brüchen und Dezimalbruchentwicklungen. Was meine ich damit, ne? Wir schauen uns erstmal hier einen Bruch an, ja? Schreiben wir mal hier einen Bruch hin, zum Beispiel. Dann nehmen wir mal 1/2. Okay, das ist ein gemeiner Bruch bestehend aus Zähler, Bruchstrich und Nenner. Und wir einigen uns jetzt mal drauf, dass wir nur gekürzte Brüche verwenden. Man kann ja jeden Bruch in einer gekürzten Darstellung aufschreiben und hier dieser Bruch ist nicht mehr weiter kürzbar, das ist also vollständig gekürzt, ne? Wir betrachten nur vollständig gekürzte Brüche. So, jetzt kann man für so einen Bruch auch dessen Dezimalbruchentwicklung angeben, also letztlich den Dezimalbruch dazu, ne? Bei 1/2 wäre das 0,5. Okay, jetzt gucken wir uns doch einfach mal verschiedene Dezimalbruchentwicklungen an und welche verschiedenen Typen es davon gibt. Hier haben wir schon einen Typen, nämlich die abbrechende Dezimalbruchentwicklung. Schreib mal abbrechend drüber. Abbrechend oder endlich. Ne? Okay, die bricht irgendwann ab und ja, dieser Dezimalbruch gibt den gemeinen Bruch vollständig wieder. Ne? Da gibt es ja noch verschiedene andere. Nehmen wir mal hier 0, ein Achtel als Beispiel, ja, ein Achtel hätte die Dezimalbruchentwicklung 0,125. Und nehmen wir noch ein anderes Beispiel, ein Fünfzigstel vielleicht, ja. Also überlegen, ein Fünftel ist 0,2, also ein Fünfzigstel 0,02, auch das endlich. Na, wir alle wissen aber, es gibt auch andere Dezimalbruchentwicklungen, nämlich die periodischen Unendlichen. Ne? Nehmen wir die mal als Beispiel hier. Periodisch beziehungsweise unendlich. Ja, das ist unendlich. Unendlich. Ja, wenn wir hier in Klammern hinten dran, ist besser. So. Okay. Zum Beispiel einer der Brüche, die einem sofort einfallen, ist ein Drittel. Ne? Ein Drittel ist gleich 0,3333 und so weiter. Das geht immer so weiter. Schauen wir uns mal andere Brüche an. Nehmen wir mal ein Elftel. So, das weiß man jetzt vielleicht nicht auswendig, was das ist. Da kann man auch mal einen Taschenrechner bemühen, ne? 1 durch 11, das ist gleich, ah ja, 0,090909. 0,090909. Da wiederholen sich immer zwei Ziffern, ne? Abwechselnd, aber auch bis ins Unendliche. Also es hört nie auf. Nehmen wir nochmal ein bisschen komplizierteren. Nehmen wir mal ein Siebtel. Ein Siebtel, das ist gleich. So, da sieht man jetzt erstmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Aber irgendwann merkt man, wiederholt sich's. 0,142857, 142857, 142 und so weiter. Also, das da hinten ist jetzt gerundet, ist klar. 0,142857, 0,142857, 142857 und so weiter und so weiter. Also auch unendlich periodisch. Okay, jetzt gibt es noch einen dritten Typen. Gehe hier mal ein bisschen nach unten. So, das sind die gemischt periodischen. Die sind auch unendlich. Ne? Aber anders unendlich. Die haben nämlich noch vor der Periode eine sogenannte Vorperiode. Ne? Ein Beispiel hiervon ist ein Sechstel. Gucken wir uns mal an, was ein Sechstel ist. Ein Sechstel ist gleich, ah ja, 0,16666666 und so weiter. Ja? Also hier haben wir einen endlichen Teil am Anfang der Dezimalbruchentwicklung, der dann gefolgt wird von einem unendlichen Teil, der sich immer wiederholt. Okay, nehmen wir mal noch
Zwei weitere Beispiele, ein 22. Naja, 0,045545 ja. Also hier auch wieder ein fester Teil vorne und dann aber die Periode hinten dran, also das immer sich wiederholende bis ins Unendliche. Und nehmen wir noch einen, hier einen dritten Bruch, ein 24. Null Komma null vier eins sechs 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 sechs. 0,041 und dann geht's periodisch weiter. Ja? So. Na, man sieht also hier immer einen Teil einer gewissen Länge, der hier vorne dran fest ist und dann gibt es einen bestimmten Teil, der sich immer wiederholt. Hier die 6, da die 4, 5 und so weiter. Okay. Jetzt wollen wir mal eine Methode rauskriegen, wie man an dem Bruch erkennen kann, um was für einen dieser Typen es sich handelt, ohne die Dezimalbruchentwicklung tatsächlich zu berechnen. Na, man kann das tatsächlich hier vorne bereits sich an den Brüchen überlegen. Hierzu vielleicht erstmal eine folgende Vorüberlegung. Hängt es im Wesentlichen vom Nenner oder vom Zähler ab, des Bruches, welcher Typ er ist? Ja? Und vermutlich wird man auf die Intuition kommen, es hängt eher vom Nenner ab. Ja, von der 3 hier, von der 11, von der 7, von der 8, 2, 50 und so weiter. Nicht so sehr vom Zähler. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise hier ein Drittel mit 2 multiplizieren würde, also 2 Drittel draus machen würde, den Zähler verändern, dann hätte man 0,66666. Ne? Also die Multiplikation wird jetzt nichts an der Periode ändern, es sei denn, wir multiplizieren hier mit der 3. Ne? Also wenn ich jetzt 3 Drittel draus mache, kommt natürlich 1 raus, aber dann hätten wir keinen gekürzten Bruch mehr. Also deswegen nur gekürzte Brüche. Und naja, wenn ich jetzt hier so einen periodischen Bruch mit der 2 oder mit der 3 multipliziere, hier ein Elftel mit 3, ne, oder ein Siebtel mit 4 etc. pp. Es wird nichts an der Periodizität ändern. Genauso wenig hier oben bei dem Abrechnen ist auch klar, wenn ich hier den Zähler verändere, ja, dann ändert sich nichts an der Tatsache, dass der Bruch abbricht. So, also, es hängt im Wesentlichen vom Nenner ab. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die Nenner an und machen mal eine Primfaktorzerlegung der Nenner. Ja, schreibe mal für alle diese Brüche die Primfaktorzerlegung auf. Ein halb. Also nur für die Nenner. Ne? Zähler ist ja wurscht. Ein halb ist die Primfaktorzerlegung 1 durch 2 hoch 1. Dann nehmen wir mal immer den Exponenten mit dazu. Bei ein Achtel ist es 1 durch 2 hoch 3. Und bei ein Fünfzigstel muss ich überlegen, was ist 50? 50 ist 5 mal 10. Okay, das ist 5 mal 5 mal 2, also 1 durch 2 hoch 1 mal 5 Quadrat. Naja, klar, 5 mal 5 ist 25, mal 2 ist 50. Okay. Gehen wir mal zu dem periodisch Unendlichen. Ein 3 ist okay, das ist klar, das ist 1 durch 3 hoch 1. Bei einem Elftel ist es 1 durch 11 hoch 1. Und bei einem Siebtel ist es 1 durch 7 hoch 1. Nehmen wir vielleicht noch mal ein anderes Beispiel dazu. Nehmen wir noch mal ein Neuntel dazu. Ne, das ist 0,111111 und so weiter. Wissen wir auch, das ist 1 durch 3 Quadrat. Ist also auch periodisch und hat hier unten eine 3 Quadrat. Jetzt gucken wir uns noch die Primfaktorzerlegung der gemischtperiodischen an. Bei ein Sechstel. Was ist ein Sechstel? Ein Sechstel ist 1 durch 2 hoch 1 mal 3 hoch 1. Ein 22. ist 1 durch 2 hoch 1 mal 11 hoch 1. Und ein 24. ist 1 durch, müssen wir überlegen, 3 mal 8. 8 ist 2 hoch 3 mal 3. So. Wenn man jetzt noch mehrere Brüche aufschreibt, wird man irgendwann das Folgende feststellen, die folgende Intuition gewinnen. Ja? Bei den abbrechenden bzw. endlichen Dezimalbruchentwicklungen sind im Nenner nur Zweier
und Fünfer als Primfaktoren. Sonst nix. Nur Zweier, nur Fünfer. Oder beides zusammen. Hier bei den periodischen, unendlichen Brüchen ist es so, da haben wir im Nenner alle möglichen Primfaktoren. Entschuldigung, das ist kein Primfaktor gewesen. Hier, ne? Nur nicht 2 und nicht 5. So. Und hier unten bei den gemischtperiodischen, da haben wir beide Primfaktoren miteinander kombiniert. Also Zweier und oder Fünfer auf der einen Seite, die für die Abbrechenden verantwortlich sind, und andere außer 2 und außer 5, hier wie die 3 und die 11, die für die Periode verantwortlich sind. Also, abbrechend endlich hat nur Primfaktoren in der Primfaktorzerlegung des Nenners besteht aus Zweiern und Fünfern. Oder, also eins von beidem oder beides. Periodisch unendlich hat in der Primfaktorzerlegung des Nenners nur Zahlen, die nicht 2 und nicht 5 sind. Und die gemischtperiodischen, da sind beide Varianten kombiniert. Zweier und oder Fünfer auf der einen Seite und die anderen Primfaktoren auf der anderen Seite.